Dann wäre dann jetzt die Frage. Einen Versuch unternehme ich jetzt, den Unhold gegen den Hausbesitzer auszuspielen. Das dürfte schwierig werden. Das dürfte sogar sehr schwierig werden, da der Kerl mir Granaten hinterher wirft. Aber mal sehen. Reicht's, wenn ich da... Oh, der ist schon hinter mir her. Och, du Heiland. Okay. Er braucht mich also auch nur zu sehen. Upsa. Und da ist er. Und es scheinen mehrere zu sein. Komm schon. Jetzt die Raptoren noch. Uah, das wird witzig. Das ist die Frage. Wer hat mich inwieweit verfolgt? Sich jetzt dieser komische, verrückte Hausbesitzer gegen die anderen kloppt. Hä? Kommst du jetzt mal hier rüber? Dang it, das war ja nicht der Plan. Und er kommt, okay. Okay, jetzt duellieren die sich. Was ich mich jetzt frage, was ist mit dem Verrückten und dem Großen passiert? Gut, während die beschäftigt sind. Mal aus dem Staub. Ah, sie haben sich wieder beruhigt. Gut, jetzt muss ich mal nach dem Verrückten und dem Monster und dem anderen Verrückten gucken. Der eine wird mit dem anderen kurz einen Prozess gemacht haben. Nicht, ich sehe die Leiche nicht. Das heißt wohl, ich muss noch mal ins Haus gehen und gucken. Wie das Haus jetzt geklärt ist, weiß ich auch nicht. Es hat nicht geklappt. Da ist er, ein Häscher. Wieso hat das nicht funktioniert? Komm doch her. Was war das denn jetzt? Dang it. Okay, die gehen sich gar nicht auf den Keks. Und daran liegt's. Okay. Alles klar.
kriege ich jetzt Besuch von dem Blödmann. Schon klar, wenn sich die nicht gegenseitig umbringen wollen, dass ich da dann eben schlechte Karten habe. Was? Ups. Den Kraftlosen habe ich so weit runtergebracht mit einem Pfeil. Ich glaube, ich werde zum Bogenschützen. Also das ist ja jetzt einfach. Ich meine, ich habe nicht mehr viele Pfeile. Aber das ist wirklich einfach gewesen jetzt. Zumindest gegen diesen Kraftlosen. Ich weiß nicht, wie es bei dem anderen ist, aber... Hm. Wie viel habe ich noch? 12 Stück. Okay, sie drehen sich beide um. Der Kraftlose hat schon recht wenig Leben. Der Rudelführer hat dann natürlich mehr. Genau, beweg dich einfach mal nicht. Den kriege ich mit einem einfachen Angriff tot. Vielleicht kriege ich mit 9 Pfeilen den Rudelführer hinüber, aber das glaube ich nicht. Vor allem, wenn er sich die ganze Zeit so bewegt. Muss das sein? Genau. Jetzt bleib einfach mal stehen. Okay, den Rudelführer kriege ich nicht. Hä? Okay, ich habe irgendwo gegengeschossen, nehme ich mal an. Wow. Nope, den Rudelführer, den kriege ich nicht. Immer noch sauer, aber hier rüber dürfte er nicht kommen. Jetzt begebe ich mich natürlich wieder auf gefährliches Gebiet, weil hier jederzeit irgendwer kommen könnte. Und da ist der verschissene Rudelführer. Und ich bin tot. So, das hat ja ganz gut funktioniert. Und wenn ich während dem Kampf okay, das ist nicht so gut. Wenn ich während dem Kampf die hier umbringen kann. Jetzt schieße ich wieder irgendwo gegen. Ah, und jetzt ist der Rudelanführer sauer. Ich habe noch 6 Pfeile. Das würde bedeuten, ich müsste vor ihm wegrennen oder die Drohne auf ein... Drohnen sind zu schlau dafür. Oh, hat er sich beruhigt? Yes! Oder auch nicht. Okay, er ist immer noch sauer.
Lauf, 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 lauf. Vielleicht können wir ihn abhängen. Schnell war der Kerl ja nicht. Schnell sind andere, er nicht. Ah, und ich bin schon wieder raus, okay. Zeigt mir nützlicherweise meine Karte. Was auch recht nützlich war, ist... Wie auch immer. Lass mal hier drüben die Pflanze. Und die natürlich auch. Aber dass hier drüben keiner ist, das ist sehr praktisch. Oh, naja, keiner stimmt auch wieder nicht. Komm schon. Was ist das für ein Kerl? Schwerfälliger Wühler. Die sind schlimm. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich die besiegen soll, ohne die irgendwo hinzulocken. Naja. Ist der denn immer noch da? Ich dachte, er würde weiterziehen. Ich muss ihn natürlich umgehen, optimalerweise. Die hier noch plündern. Ein Stück weit außen rum. Ja, vielleicht nicht so weit außen rum. Den komischen Hund hier noch plündern. Der ist da hinten. Tatsächlich. Frage ich mich, was passiert. Oh, er trinkt etwas. Okay. Ich dachte schon, er wollte rübergehen. Nee, tatsächlich nicht. Da drüben sind zwei Drohnen, ich glaube. Die haben sich schon darauf geeinigt, dass sie sich gegenseitig nicht in die Quere kommen. Da wäre dann ein Frosch. Oh, ich habe keine Tränke mehr. Das war der letzte, okay. Sicher ist sicher. Ich sollte möglichst wenig Leben gegen ihn verlieren. Die meisten, würde ich mal behaupten. So. Nein. Ach, dieser... Das geht nicht. Geht nicht. Es geht nicht. Ich muss mich freier bewegen können. Der Fokus macht das nämlich noch um einiges schwerer. Ist das jetzt dein Ernst? Gottverdammter Fokus. Ja. Gut, aber nicht jetzt zu nahe gekommen. Aber dieser Fokus, unglaublich, der ist schlimm. Der ist echt schlimm.